So, und das heißt, wir wissen jetzt, wo wir nach der Liara suchen müssen. Aber achso, wir sind ja hier jetzt. Ja, das haben wir alles. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, da würde ich nämlich hier die Kapsel direkt bergen. Ja, ich würde sagen, dass wir uns an der Kapsel treffen. Dass ich die Ressourcen jetzt offscreen hole, um euch nicht zu sehr zu langweilen. Und ja, dass wir uns an der Kapsel dann. Wir können auch direkt zur Kapsel fahren. Dann machen wir es so, wir fahren jetzt gemeinsam zur Kapsel. Und danach werde ich offscreen die Ressourcen noch sammeln. Ihr habt ja gesehen, welche das sein werden. Und dann werden wir uns auf dem Schiff dann wiedersehen. Machen wir das so. Das ist, glaube ich, am sinnigsten und am besten für alle. Oder der Dreschlund spawnt jetzt neu. Wovon ich jetzt aber eher nicht ausgehe. So. Ja, wir können hier so einen Bogen fahren. Wir fahren gemeinsam den Bogen. Weil ich weiß nicht, warum das noch aktiviert ist. Warum ist das nicht irgendwie jetzt durchgestrichen oder so? Weil die Ressourcen waren ja alle so in dem Bereich, in dem unteren. In der unteren Hälfte. Oder im untersten Drittel sogar. Ich würde es trotzdem feiern. Wenn der Dreschlund jetzt wieder aufnäht. Hier ist nämlich jetzt eingezeichnet, seht ihr? Nee. Kein Dreschlund. Gut. Dann werde ich das jetzt auf der Karte markieren. Ja. Wenn es einer Reifen ist. Rosa, pink, pink. Schön über den Salarianer drüber gefahren. Ja, das war ID-Tag. So, und nächstes Ziel kennzeichnen. So. Ja, auf einigen Planeten waren ja auch die Dreschstunde so ein bisschen random. Ich glaube, das mit dem Zielen ist auch neu, oder? Ich meine, das war früher nicht. Kann mich aber auch täuschen, weil früher war es nämlich eine Katastrophe, mit dem Hauptgeschütz zu schießen, wenn wir irgendwie zum Beispiel so. Also wenn wir so ein bisschen erhöht, so nach oben quasi standen, konnten wir nicht runterschießen oder geradeaus, sondern nur nach oben. Das hat extrem genervt im Kampf gegen schwerere Gate-Einheiten. Also diese Gate-Fahrzeuge mehr oder weniger. Die ich mich übrigens sehr freue, wenn die gleich wiederkommen irgendwann. So. Ah, seht ihr? Das Gute gewinnt immer. Dafür der ganze Umstand. Ah, so. Gut, Leute, dann würde ich das jetzt, wie gesagt, offscreen mit den Ressourcen machen. Da ist schon die erste Ressource. Und wir sehen uns gleich dann auf der Normandie wieder. Bis gleich. So, Leute, wir befinden uns jetzt in der Nähe oder in der Umlaufbahn, kann man sagen, von Therum. Oder Therum, wie auch immer. Und werden dort jetzt landen. Denn dort befindet sich eine proateanische
Ruine oder Ruinen sogar. Und dort wird dann höchstwahrscheinlich die Liara aufzufinden sein. Ich habe die drei Ressourcen noch geholt. Und ja. Mal gucken. Falsch. Oh ja. Commander, okay. Ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Sie können den Marco nur verlassen? Ja, okay. Mal gucken, ob es da irgendwelche Kisten gibt oder so. Naja, wir können aber gerade Folgendes machen. Wir können der Tali eine schöne Schrotflinte geben. Dann freut die sich. So, was haben wir denn hier Schönes? Die ist doch ganz nett. Jo. Die ist doch nett. So. Chemisch oder chemisch oder chemisch? Ne, ich würde tatsächlich sagen. Doch, weil geht, haben wir hier, glaube ich, keine. Sondern humanoide. Beziehungsweise. Ja, genau, Piraten, ja, genau, also böse Buben quasi, die aber nicht synthetisch sind. Haben wir auch noch Kampfsensor. Habe ich zwar auch schon beim Shepard, wobei ich jetzt eigentlich auch... Oh, Striker 4, alter Schwede. Ja. Muss ich lange überlegen. Muss ich irgendwas Neues machen? Ja, auch chemisch. Und Kampfsensor brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Okay. So. Dann nehmen wir mit dem jetzt Benji 3. Wie ich einfach viel schlechter ist als die Avenger. Die Avenger ist eh mit einer der besten. Onyx 3 ist... Ah gut, ist leichte. Die kann aber dann der Kaidan nehmen. Granaten-Upgrades. Kyro-Sprengsatz, Hammer 3. Ja, gekauft. So. Panzerbrechend und bessere und groß. Ja, Großkaliber. Gut. Universalwerkzeug, aber auch ein neues. Chamäleon oder Chamäleon? Ja, nehmen wir das Chamäleon. So. Achso, der braucht ja beides, stimmt. Unity 3 und Onyx 3. So, und die Tali hat, glaube ich, Pech gehabt bezüglich Rüstung. Und hier haben wir Chamäleon 3. Alles klar. Dann würde ich nochmal kurz speichern. So, dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, denke ich. Sieht aus wie Lava. Ah, nicht wie Lava fand. Okay, wir werden gleich gegen Geth kämpfen. Von Marco aus zumindest. Gegen Geth. Fahrzeug. Ich finde auch die Landungsschiffe so geil. Da kommt auch, glaube ich, eins gleich. So, wie sieht es hier auf der Karte aus? Okay. Okay, rechts vor uns sind Gegner. Ist ja die Frage, ob die
Gate-Fahrzeuge. Beziehungsweise ja, so Kampfläufer kann man eigentlich dazu sagen. Genau wie ich ein Hauptgeschütz, ein Sekundärgeschütz. Das war beim ursprünglichen Variante auch so. Wir hätten theoretisch die Möglichkeit auszusteigen und die zu Fuß zu besiegen. Aber nein. Zumal ich denke, ich bin eigentlich ganz gut dabei momentan noch von den Erfahrungspunkten her, von daher. Okay, jetzt kommen, glaube ich, Wachtürme oder sowas. Ja, das sind Türme. Oh, ich kann sogar so weiterfahren. Das ist ja geil. Ich muss jetzt hier aussteigen. Also muss ich nicht, aber... Also nicht irgendwie bemannte Türme, dass jemand steht, sondern sind automatische Türme, die gegen den Fels schießen. Ich glaube nicht, dass wir diese starke Seite frontal angreifen können. Oh, da. Na, ein schwerer geht Gefechtsturm. Gut, also die Sekundärwaffe ist auch nicht verkehrt. Ja, das ist der Bereich, den wir jetzt flankieren müssen quasi. Okay, wir stecken fest. Vielleicht geht es, glaube ich, nur noch zu Fuß weiter, oder? Ich glaube, ich noch einen Turm jetzt. Zumindest laut Minikarte. Anders Erinnerungen, wie ich gesagt. Okay. So, aussteigen. Ich wollte eigentlich speichern, wieso kann ich nicht speichern? Weil ich im Gefecht bin wahrscheinlich. Naja, was? Upsi! Dann können wir mal gucken von Erfahrungspunkt, was das für einen Unterschied macht. Leider die Waffe nicht genommen, also ich habe nicht X gedrückt. Ist das so ein Gate-Kommandant oder so ein Typ vielleicht? Weil der ist ohne. Alter! Wow! Ja, ich behaupte, dass ich nicht hier hoch kann. Okay. Oh!
Oh, ich will den hacken. Warte, ich will den hacken. Hacken. Hat er gehackt oder was? Nee. Ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Das ist zu nah. Ach, dieser Kackverwüster ist das. Na, die hasse ich. Die haben nämlich auch Flammenwerfer. Meine ich. Kann ich den hacken? Nee, aber ich kann den dämpfen. Na los jetzt! Flankieren. Okay. So, hier hat doch noch irgendeiner mit einem Raketenwerfer auf mich geschossen. Hat sich anscheinend erledigt, okay. So, wechseln wir wieder hierzu. Die etwas mobilere Waffe, wage ich zu behaupten. Hier waren auch welche drin damals, aber irgendwie... Vielleicht kommen gleich noch welche, das kann sein. So eine Art Nachhut. Kann natürlich sein, dass gleich noch ein Landungsschiff kommt und neue hier absetzt. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, leider. Ah, seht ihr? Nein. Das wollen wir gar nicht erst anfangen hier. Also die roten sind einfach nur Raketenschützen. Keine Super-Duper geht, einfach nur Raketenschützen. So. Ist jetzt natürlich. Ich kann ja mit dem Medikill nur mich selbst heilen, ne? Oder geht das auf die anderen auch über? Ja, und ja, ich habe das Spiel schon dreimal durch, drei oder viermal durchgespielt, ich weiß aber trotzdem nicht. Okay. Gut, das kann man natürlich auch mal behaupten, dass es mit dieser Erste Hilfe zusammenhängt. Also ist das irgendwie auch sinnig und die Frage war sinnfrei von mir. Ah, ich wusste das bestimmt mal. Ich habe es bestimmt auch im alten Let's Play erwähnt gehabt, aber ich wusste es jetzt einfach nicht mehr. So, dann müssen wir das Tor noch öffnen. Da drüben ist ein Spitzbub. Und hier ist gar nichts. Kann sein, dass die Rakete von da kam vorhin. Ja, so weit oben ist er. Nee, so weit oben ist er nicht.
Oh, kein Frontkämpfer. Ich mag die nicht. Danke. Hier hängt eine Waffe. Keine Ahnung. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. So,